sind Bilder, die noch immer fassungslos machen. 41 Menschen sterben im Mai 2019 in diesem Sukhoi Superjet der russischen Aeroflot. Nur 37 Menschen können sich nach einer Bruchlandung aus der brennenden Maschine retten. Unter anderem, weil einige Passagiere ihr Handgepäck mitnehmen und so offenbar die Rutschen blockieren. Elf Monate nach dem schweren Unglück am Flughafen Moskau-Scheremetjewo haben russische Ermittler nun ihren Abschlussbericht vorgelegt und erstmals dieses Videomaterial veröffentlicht. Das staatliche Ermittlungskomitee gibt dem Piloten die Hauptschuld an dem Flugzeugbrand. Der Mann habe sich bei der Landung nicht an die Vorschriften gehalten und so den Tod der Menschen verschuldet. Die Maschine habe bei der Landung keine technischen Probleme gehabt, das hatte der Pilot zunächst behauptet. Das Flugzeug der russischen Aeroflot sollte im Mai 2019 nach Murmansk im Norden des Landes fliegen. Kurz nach dem Start war der Pilot zum Moskauer Flughafen Scheremetjewo zurückgekehrt. Beim Landeanflug prallte die Maschine mehrfach auf den Boden und ging schließlich in Flammen auf.